Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Punkt. wir haben heute den, einen Moment, 10.04. um fast Punkt 8 Uhr morgens. Wir sind hier gerade in der Bergwerksstadt und eigentlich müssten wir hier auch hin, aber wir müssen da vorher leider noch etwas anderes tun. Obwohl, ich weiß gar nicht. Wir probieren das gerade einfach mal aus. So, dann kann ich auch gerade... Ah, super, wir haben auch noch einen Weihwassereimer. Ich muss die Musik... Das ist ein bisschen laut gerade hier. Früh am Morgen. So. War das der? Okay, das ist gut. Ich dachte, wir müssen erst normal einfressen. Dann machen wir, aber erst was anderes, und zwar wir machen uns erstmal wieder groß. Müsste der hier sein, ne? So, und dann möchte ich gerne wieder mein Eichhörnchen-Kostüm haben. So, sind wir immer noch am Lachen? Ja. Das brauchen wir nämlich, denn mir wurde gesagt, der Pilz, mit dem wir das Lachen wieder wegmachen können, der ist nämlich hier. Muss ich da nur noch hinkommen? Ja, müsste hier runter. Da oben. Da sollte der sein. Die Gelächtertür ist offen. Yay! Und wir kriegen die normale Früchte erhalten. Okay, dann kann ich das ja schon mal hier durchstreichen. Das war, glaube ich, auch wieder Terra 91, die das gesagt hat. Ah ne, das war... Jetzt habe ich das Falsche durchgestrichen. Wo ist es denn? Da! So, und als nächstes werden wir in den Dongling-Wald uns begeben. So, und zwar, wir haben, glaube ich, noch eine Feder. Mein Handy macht Töne. Feder, Feder, Feder. Drei haben wir noch, okay. Trotzdem können wir die jetzt benutzen. Oder nee. Oder doch? Was ist da los? Warum ist mein Handy jetzt hier so im Abspacken? So, und zwar müssen wir hier hin zu diesem tollen Hundi. Und da müssen wir das Weihwasser benutzen. Wow! Nee, wow! Er sieht glücklich aus. Kuhn! Kuhn! Was sind das für Laute? Hey, Tombi! Nehmen wir Baron mit? Ne! Wow! Toll! Noch ein starker Kämpfer in unserer Gruppe. Hi, ich bin Zippo. Schön, dich kennenzulernen, Baron. Er ist in uns reingedingst. Auf jeden Fall, jetzt können wir mit Baron, können wir, rumfliegen. Also wir brauchen keine Dinger mehr benutzen. Keine, wie heißt das denn? Keine,
keine Flügel mehr benutzen. Nicht Flügel, ich sag immer Flügel. Federn, so. Die müssen wir auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Ich muss mal gerade mein Mikrofon ein bisschen weiter von mir wegmachen. So, dieser Vorschlag kam, glaube ich, auch von Terra 91. Nochmal vielen Dank dafür, weil ich habe den Hund habe ich total vergessen. Jetzt ist nur meine Frage, hatten wir nicht auch im ersten Teil einen Hund? Hieß der nicht auch Baron? Ich meine, das wäre so gewesen. Naja, dann kann ich das ja auch wegstreichen. So. Und jetzt... Ach genau, und dann hat Terra auch noch geschrieben, um diese Meerjungfrau aus diesem Wasserding rauszuholen, müssen wir alle Wasserdinger im ganzen Tombi-Reich kaputt machen. Ja. Das wird dann wahrscheinlich meine Aufgabe vor der nächsten Aufnahme, dass ich da alles kaputt steche offscreen. Jetzt ist nur die Frage, ist noch im ersten Part, das ist sehr gut. Gibt es noch andere Orte, wo ich noch nicht war, wo es die Dinger gibt? Oder kann ich jetzt schon zu allen hinkommen? Punkt. Ja, das war meine Frage. So, gut, ich weiß immer noch nicht, wie wir an diese eine Truhe auf der Kujara Ranch rankommen. Aber ich möchte jetzt gerne wieder auf die Ranch. Müsste eigentlich Gipfel sein. Weil da müssen wir uns das Tabu holen nochmal. Wo ich gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut ist. Und ich stand ja letztens, als wir bei diesem komischen, lustigen Baum waren. Oh, er ist weggeschrumpft. Da war ja so ein komisches Gehäuse, wo ich nicht wusste, was ich damit machen. Achso. Wo ich nicht wusste, was ich damit machen sollte oder wie ich da reinkomme. Aber da kommt man wohl angeblich mit dem Tabu rein. Deswegen werden wir das jetzt ausprobieren. Ne, das kommt nicht mehr runter, ne? Da war ja irgendwas. So. Dann holen wir uns das Tabu. Okay, dann fliegen wir jetzt nochmal zur Kujara Ranch, genau, in die Anlage. So, und dann müssen wir, ohne getroffen zu werden, irgendwie da hochkommen. Ich hoffe mal, das kriege ich hin. Das war doch irgendwie so, habe ich das doch gemacht, ne? So, so. So, und dann... Nee, so nicht. Nicht nach ganz oben klettern. So, war das hier? War hier, ne? Ja, an das Dings da kann ich mich erinnern. So, jetzt. Nein! Ey, diese... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Weil ich gegen diese dummen Eiszapfen gekommen bin. Da gehen wir halt nochmal da hoch und holen uns nochmal das Tabu und gehen dann wieder zurück und lassen uns dann nochmal von den schönen Eiszapfen treffen. Ich muss die ganze Zeit immer ein bisschen auf mein Handy gucken, denn ich habe was bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und da wollte heute eigentlich jemand um 11 Uhr vorbeikommen. Beziehungsweise es wollte noch jemand anderes vorbeikommen. Aber dem habe ich noch gar nicht meine Adresse gegeben. Und der ist, weiß ich nicht, der ist auch komisch.
So. So, holen wir uns jetzt nochmal das Tabu. Aber es gibt ja auch irgendwo so ein Tabu-Pilz oder sowas. So, wir möchten mit Baron nach Anlage. Baron benutzt, liegt auf dir. Oh, mein Gesicht juckt. Ich habe mich am, nee, ich habe am Freitag habe ich mir Sonnencreme gekauft, weil es sollte ja so warm werden am Samstag und da waren wir auch draußen, wir waren im Rheinpark, ein sehr schöner Park und da war auch ein Flohmarkt, deswegen waren wir eigentlich da. So. Und da habe ich mich ja schön damit eingecremt. An Beinen und an Armen und im Gesicht. Oh, das ist überhaupt. Boah, das ist so schlimm hier. Oh Gott. Wie soll man denn da oben bitte hinkommen? Da unten war eine weiße Kiste. Ich glaube, wenn ich hier durch bin, also wenn ich das hier gemacht habe, dann werde ich das nochmal abfliegen. Ja, auf jeden Fall, im Gesicht bin ich allergisch auf schön auf diese Sonnencreme. Wow! Ah! Damit hätte sich auch die Frage nicht erlöst, sondern aufgelöst, wo denn dieses Tabu-Obst ist. Gut. Dann. Nein, ich will nicht in den Wassertempel. Verdammte Axt. Ich möchte eigentlich ganz gerne noch mal da oben auf den Gipfel. Wipfel. Dipfel. Aber wofür brauchen wir das? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Baron. Das Problem ist, ich habe jetzt nichts mehr, was ich hier machen kann. Also ich habe... alle Wasserpflanzen zerstören, aber das ist sehr langweilig für euch. Wir möchten zum... Wo möchten wir denn hin? Ach, zur Anlage, genau. Plus eins? Wie plus eins? Was ist das schon immer gewesen mit dem plus eins? Was bedeutet das? Ach nee, das war von dem Obst, was ich vorher aufgesammelt habe. Okay. So. Macht das bestimmt immer total kompliziert hier. Das geht bestimmt noch viel einfacher. So. Also es ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich will nicht ganz so tief runter. Boah! Ja, da unten, da ist, schätze ich mal, tot, ne? Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall einen geilen großen Edelstein bekommen. So. Jetzt muss ich gleich echt mal in die Missionsding gucken, was uns noch fehlt. Genau. Findet Tabby, das ist ja unsere Hauptaufgabe, glaube ich. Abenteuerhinweis. Goldener Turm. Fang böses Flammenschwein.
Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie wir jetzt zu den Schweinen kommen. Und da sind ja auch noch jede Menge verschlossene blaue Türen, ne? Fang das böse Eisschwein. Fang böses Geisterschwein. Fang böse Erdschwein. Ah, die zerteilte Nixenharfe. Stimmt, da war ja was. Weg den Riesenfisch, das hängt mit der Nixenharfe zusammen. Geheimnis der Wasserpflanze. Das hängt mit der anderen Nixe zusammen. Stiller, seliger Priester. Sammle Eisbonbons. Ah, und Tina Disney Schickivogels. Da war ja auch was. Da muss man, glaube ich, einen mit einem weißen Schwanz oder so finden, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen hier runter in den Dingsbums. Ja, wir müssen hier jetzt eigentlich nach der Harfe suchen. Also nach dem Hafenstück. Tja, wo könnte das denn sein?